die Erkenntnis. Sie hören jetzt zwei Klagefrauen. Buona Novi, buona Ciao Dio, buona Vivi Dio, buona Lavia, buona Novi. Jetzt auch nicht wirklich super und so wahnsinnig einen fitten Eindruck macht er nicht, aber er salutiert und wird hier direkt an der Gangway, wie sie heißt, an der Treppe begrüßt. So, jetzt nochmal zeigen, wie sie da die Treppe runtertrampelt, ist einfach der Oberhammer. Ja? Also es ist wirklich auch danach, dann, wenn sie dann unten auf dem Boden ist, wie sie da weiter stampft, ja? Es ist einfach nur noch krass und es ist einfach niemand da. Es ist einfach niemand da. Ja, dann eilen irgendwelche Leute hinzu und jetzt wird es interessant. Schaut bitte diesen, ich mach's mal mit der Maus, den Typen hier an, ja, der läuft und links, hier links läuft eine, ich glaube, es ist sie, die laufen aufeinander zu. Und hier begrüßt die Baerbock offenbar einen indischen Militär und einen deutschen Bundeswehr-Militärattaché wahrscheinlich, ja. Dazu kommt dann noch ein, es sieht fast so aus wie ein Flughafenmitarbeiter, der das Flugzeug in die Parkposition einweist. Aber wichtig ist nochmal hinten, dieser Mensch, der läuft nämlich hier, ja, hier umarmen sie sich, sieht man recht gut, ja, und ziemlich innig, ja, und hier kommt der indische Flughafenmitarbeiter und begrüßt Frau Baerbock, damit es überhaupt irgendeiner macht, also es ist jetzt kein Flughafenmitarbeiter, aber schaut fast so aus, und dann kommt da hinten, der gerade umarmt hat, hier geht die weg und er kommt an und wisst ihr, wer er ist? Er ist der deutsche Botschafter. Also da, er lässt vorne seine Außenministerin, seine Chefin quasi, ja, weil man sieht ja auch hinten, wird ja, steigen die Leute aus, hinten hier, ja, vom hinteren Teil, der hintere Gangway, aber vorne steigen ja immer die Wichtigen aus. Und mehr Demütigung geht nicht, selbst der eigene Botschafter kommt da irgendwie angesprintet und ist für ihn ist es wichtiger erstmal, es schaut aus wie seine Tochter oder seine Frau oder was weiß ich, wer da kommt, ja, zu begrüßen. Ja, bitte, mehr Demütigung geht einfach nicht. Und dann geht es noch weiter mit Lavrov bezeichnete Baerbock als flegelhaft und entschuldigte sich für das Auftreten der westlichen Delegation beim Gastgeber. Also die Inder zeigen da schon Prioritäten. Das geht aber auch dann wirklich jetzt auch in Mainstream rein. Baerbock landet in Indien und stellt fest, keiner da. Man hat ja gesehen, wie es beim Lavrov zuging. Ja, da stehen, die lassen die Baerbock knallhart von der Gangway runterlaufen und dann einfach ins Leere laufen. Da ist einfach niemand. Da muss sie wie verloren. Ja, da steht nicht mal so ein Sicherheitsfreckel rum, der aufpasst, dass die Leute nicht irgendwo aufs Vorfeld laufen. Ja, und nochmal die, auch wenn es weh tut, ja, nochmal bitte angeschaut, wie sie da runterrennt. Protokoll wurde missachtet. Sehr zum Missfallen der Außenministerin. Ja, und dann versucht sie es noch zu retten. Und hier haben wir nochmal, nur nochmal so als direkter Vergleich, wie Frau Baerbock begrüßt wird und wie Herr Lavrov begrüßt wird. Ja. Das ist wieder Musik, die ich wahrscheinlich nicht auf YouTube zeigen kann oder hören, ablaufen lassen kann. Ja, das so schaut's aus. Und man mag jetzt immer sagen, ja, was gibt's da zu feiern? Das ist unser Land. Ja, richtig. Ja, das ist auch eine Demütigung für uns. Und das haben wir der Frau Baerbock zu verdanken und allen anderen Bundesregierungsmitgliedern. Es ist wirklich immer offensichtlicher, dass Deutschland hier überhaupt keine Rolle mehr fast spielt, ja, vollkommen als Gaga-Land und irgendwie nicht mehr ernst zu nehmen wahrgenommen wird. Und das äußert sich halt auch in der
Art und Weise, wie ausländische Regierungsvertreter bzw. Regierungsmitglieder und in dem Fall Deutsche empfangen werden. Baerbock, ja, Toilettenexpertin, lese ich gerade im Streamchat hier, feministische Außenpolitik, hatte ich ja auch ein Video dazu gemacht, ist gleich Bau von Sanitäranlagen. Ich sage es jetzt mal relativ gepflegt. In diesem Sinne, liebe Leute, hier ist das Bild. Ja, hier wird der Lavrov gebührend und ihm auch einem Außenminister von einem dermaßen großen Staat durchaus gebührend empfangen. Wenn man sich dann anschaut, wie Frau Baerbock empfangen wurde, dann wissen wir auch, wo wir so in der Welt stehen. Wer die menschliche Gesellschaft will, muss die männlich überwinden. Wahre Worte, aber dann passt es ja gar nicht, dass unsere nigerianische Scheißhausexpertin in Indien so respektlos empfangen wurde. Da schwebt das Außentoastbrot ein und kein Empfangskomitee ist da. Hallo, keiner da? Keiner da? Aber zumindest war da so ein Flughafenmitarbeiter, so ein Gefreiter und so ein Hotelboy. Selbst der Botschaftsspacken kam er zu spät. Wenn man nach dem Geruch geht, könnte sie man am Rande des Dorfes planen. Und dabei war unsere Scheißhausplanerin doch so erfolgreich für Indien vorbereitet. Junge Leute reden nicht über Sex. Küssen in der Öffentlichkeit geht gar nicht. No. Nein. Und unser Toastbrot? Betont herzlich die Begrüßung von Annalena Baerbock mit ihrem indischen Kollegen. Aber wer kann bitte folgendes Sprachrätsel auflösen? Dass die Klimakrise unsere gemeinsame Herausforderung ist, dass eine grüne Transition, also der Weg hin zu grünem Wirtschaften, in unserem allgemeinen internationalen Interesse ist und wir deswegen gerade mit Blick auf Umschuldung und Entschuldung das bei der Reform der Finanzarchitektur weltweit mit in den Blick nehmen müssen. Buona Novi, buona ciao.